Der Uwe wechselt nach Paris. Wie finden Sie denn das, dass er geht? Schade. Eigentlich schade. Ja, nicht so schön, ne? Uwe fehlt halt dann einfach. Das ist nicht nur traurig für den Verein, das ist auch traurig für die Bundesliga. Ja, ist schade, aber wenn er sich weiterentwickeln lässt, kann man ihm nichts sagen. Hat ja viel für die Region gebracht. Er war so der, mit dem man sich identifizieren konnte im Verein. Natürlich ist es ja schade, aber trotzdem, denke ich mal, sollte man eher dankbar sein, dass er so lange Zeit in Rhein-Neckar-Löwen gedient hat und da war. Wir werden ihn aber in guter Erinnerung behalten und ich denke, er wird bis zum Rest der Saison auf jeden Fall alles geben für den Verein. Ich denke auf jeden Fall, dass er als Spieler, als Freund, als Mannschaftskollege fehlen wird. Aber wir gehen halt immer davon aus, wenn er seine 3 Jahre in Paris gespielt hat, dass er vielleicht da wieder zurückkehrt. Das wäre schön. Ja, Uwe, ich wünsche dir in Paris alles Gute. Bleib verletzungsfrei. So, Uwe, du wirst uns allen fehlen. Ja. Wir finden das sehr schade, dass du gehst. Aber wir wünschen dir alles Gute. Uwe, vielen Dank für das, was du geleistet hast. Viel Spaß in Paris. Und wenn ihr mal gegen uns kommt, sei nicht böse, wenn ihr dann verliert. Uwe, wir werden dich vermissen als alter Friedrichsfelder. Schade, dass er fortgeht. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Liebe und Gute. Vor allen Dingen auch für das Baby dann. Vor allen Dingen, dass er gesund bleibt. Absolut gesund, dass er auch der Nationalmannschaft weiterhin zur Verfügung steht. Wir werden dich vermissen, weil du ein guter Captain warst.